Tra trullala, tri tra trullala. Kasperle ist wieder da, Kasperle ist wieder da. Huch, hier sollen doch Kinder sein. Wo sind sie denn? Wo seid ihr, Kinder? Hallo, hallo. Wie komme ich denn nur zu euch? Wo bin ich? Wo seid ihr denn? Huch. Och, hinter dem Vorhang? Hallo, Kinder. Da seid ihr ja. Ich hab euch gesehen. Ich hab euch genau gesehen. Heute werde ich euch eine ganz besondere Geschichte erzählen. Ist die Geschichte, als unser Sibyl verzaubert wurde von der bösen Hexe Haxilia. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, ist das schwer. Oh, Kinder, das ist aber schön, dass ihr heute hier seid. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich bin der Sibyl. Ich gehe gerade spazieren. Wollt ihr ein bisschen mitgehen? Ich möchte zu unserem Herrn Lehrer gehen, denn ich habe heute die Hausaufgaben nicht so ganz verstanden. Besser gesagt, ich weiß nicht, was zu tun ist. Aber Kinder, ach ja, die Schule ist manchmal gar nicht so schlecht. Man lernt dort sehr viel. Man kann dort rechnen lernen, lesen und auch schreiben. Wisst ihr übrigens, was 9 mal 9 ist? Nein, das ist 81. Oder 5 mal 3. Das macht zum Beispiel, da muss ich mal überlegen, das macht 15. Ich weiß es ganz genau. Ich habe nämlich... Ist das nicht die Schule? Da wohnt doch unser Herr Lehrer. Da muss ich mal hin. Kinder? Soll ich wirklich dort mal klopfen? Vielleicht macht er mich auf. Na, so ganz traue ich mich hier auch nicht. Wie machen wir das? Ich habe Angst. Vom Herrn Lehrer. Wer ist denn das? Guten Tag, Sibyl. Was machst du denn da auf der Straße vor der Schule? Guten Tag. Wer sind Sie, die Hexe? Ich bin die große Hexe Haxilia. Ich kann alles verzaubern, was ich will. Ach ja, das kannst du gerne haben. Hokus Pokus Philippus. Der Sibyl wird ganz dumm sein. Was hast du mit mir gemacht? Ich fühle mich ganz anders da. Sibyl, du weißt gar nicht, dass ich dich verhext habe. So dumm bist du. Das weiß ich doch. Sibyl, du schaust so dumm aus. Wo bin ich denn? Gute Frau, wer bin ich? Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ja, und jetzt kommst du mit mir. Kinder, wenn ihr den Kasper seht, dann sagt ihm bitte, bitte, was passiert ist. Bitte, helft mir. Kinder, helft mir. Du kommst mit. Sibyl, du kommst mit mir in die Gefangenschaft. Tritra trollala, tritra trollala. Hallo Kinder, sag mal, habt ihr meinen Freund Sibyl gesehen? Wo steckt er denn wieder? Ich brauche ihn ganz dringend bei der Großmutter. Wo steckt er denn noch? In der Schule steckt er bestimmt sicherlich nicht. Wobei er hat gesagt, er hätte Hausaufgaben vergessen. Naja, oder im, warte mal, im Kasperleweg könnte er sitzen. Nein, da sitzt er auch nicht.
Oh je, hoffentlich. Oh je, hier liegt das Zaubertuch der Hexe Haxila. Die war doch nicht etwa hier. Oh je, dann will ich schnell losgehen, um den armen Seppel zu suchen. Der braucht meine Hilfe. Ach, wo wird er sein? Da muss ich mir etwas einfallen lassen. Kinder, ich bin gleich wieder hier. Ich muss den Seppel suchen. Und das Beweismittel nehme ich am besten gleich mit. So, Seppel, jetzt bleibst du für immer bei mir, du dummer Seppel. Das hast du ja von deinen Dummheiten, weil du mir auch nie gesagt hast, wo der Goldschatz ist. Welches Goldschatz? Es gibt ja gar keinen Goldschatz. Seppel, ich verzauber dich gleich in ein Huhn oder am besten in eine Maus. Ganz klitzeklein, dass du nicht mehr weißt, was du bist. Nein, liebe Herr Otar, liebe Hexe, mach das nicht. Ich mach alles, was du willst. Du möchtest gar nichts mehr. Wo ist denn mein Zaubertuch? Wo ist mein Zaubertuch? Oh, Hilfe! Ich bin bestohlen worden. Ach, hey, oder habe ich es verloren? Kinder, wisst ihr, wo ich mein Zaubertuch habe? Du hast es gestohlen, du dummer Seppel. Du hast es. Wegen dir habe ich es verloren. Wegen dir, dummer Seppel, habe ich es verloren. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr zaubern. Oh, das ist schlimm, schrecklich. Ach, schrecklich. Du hast es sicherlich unterwegs verloren. Auf einem Stein oder so. Denk doch mal nach, Hexe. Gute alte Hexe. Gut. Ich bekomme mein Zaubertuch wieder. Und wenn du 1000 Jahre hier in der Schlucht bleibst, du dummer Seppel, bleib genau hier. Und verlass nicht den Raum. Ach, herrje, meine lieben Kinder. Wo bin ich hier nur gelandet? Hoffentlich kommt der Kasper mir bald zu Hilfe. Ich halte das hier nicht aus, ohne Wasser und ohne Essen. Meine Großmutter, ich vermisse dich hier so sehr. Wo bist du? Hoffentlich findet die Hexe ihr Zaubertuch. Ich hab es nicht. Naja, da kann man nichts machen. Ich bleib mal hier und übernachte. Seppel, ich habe dich überall schon gesucht. Ach, Kasper, da bin ich ja froh, dass du da bist. Ach, wie schön. Wo ist denn die alte Hexe? Sie sucht ihr Zaubertuch. Da kann sie lange suchen. Ich habe das Zaubertuch. Zuerst verzaubere ich dich wieder in einen normalen Seppel, in einen schlauen Seppel. Wo kommst du das hin, Kasper? Ach, klaro. Warte mal. Pokus Fidibus. Dreimal Schweizer Kater. Der Seppel soll wieder schlau werden. So, jetzt machen wir mal den Test. Was macht 3x3? Nein! Oh, bin ich so froh, dass ich wieder der richtige Alte bin. Dann ist ja alles nochmal gut gegangen. Komm, wir hauen jetzt hier ab, bevor die alte Hexe da kommt. Mach's gut, Kinder. Macht's gut. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal in unserem nächsten Theaterstück. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.